Guten Nachmittag. Du wartest gerade auf den Intercity von Zürich auskommen und fährst dann weiter nach Stuttgart Hauptbahnhof. Sobald dein SH-Signal dir Fahrt erlaubt, kuppel die SBB-Wagen an. Ja, und damit Servus und Grüß euch zu einer weiteren Fahrt im Train Simulator 2021 auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. So, und dann im Warten auf die Waggons werden wir dann nochmal die Lok aufrüsten. Das heißt, wir schalten uns mit Shift B die Batterie ein. Dann machen wir uns mal die Instrumentenbeleuchtung an. Hauptluftbehälter können wir ein bisschen Luft gebrauchen. Das heißt, wir werden den Luftpress einschalten. Wenn wir da in den Bahnhof einfahren und an die Waggons ankuppeln, dann würde ich einmal sagen, wir nehmen den Stromabnehmer Nummer 1. Diesen hier, weil dann haben wir nämlich angekuppelt direkt an den Waggons dran. Das heißt, wir aktivieren uns einmal hier den Führerstand, schalten uns mit Shift 7 und Shift 8 die SIFO und PZB ein. Dann werden wir mal den Stromabnehmer Nummer 1 auswählen. Den Stromabnehmer heben wir dann auch gleich einmal. Geht nach oben. 15 kV Fahrdrahtspannung liegen an. Schleifstück liegt oben an. Dann können wir Hauptschalter einmachen. Die AFB können wir uns einmal dazu schalten. Stellen wir für so ein Schienennetz hier einfach mal auf 20 ein. Dann wählen wir den Führerstand oder den Fahrtrichtungswende wenn in die Vorwärtsstellung bewegen. Die Lokbremse lösen. Die Bremse mal komplett lösen, damit er mal in der Hauptluftleitung die 5 bar Druck aufbaut und in den Bremszylindern den Druck gleich mal abbaut. Dann ziehen wir die Bremse mal wieder auf. Ziehen wir die Bremse etwas an, wobei das können wir mit der Lokbremse dann auch machen. Ziehen wir die Lokbremse mal so auf ungefähr 1 bar an, das müsste ja vollkommen reichen, dass die Lok nicht wegrollt. Das haben wir eh in der Ebene. Ist also hier kein Problemchen. Dann machen wir das Zugspitzenlicht noch ein hier von unserer schönen 120er, von unserem Schmuckstück hier am Abstellgleis im Bahnhof. Und dann warten wir mal auf unsere SBB-Waggons. Wann denn die ankommen? Können wir uns ja vielleicht hier mal ganz kurz noch zu Fuß auf den Weg machen und hier mal auf die schöne Brücke hier vorgehen. Am Bahnübergang vorbei, da kommt. Oh, ein Zug naht. Und gucken da. Oh, da kennen wir unsere Waggons. Kennen wir das ist Zürich? Kennen wir aus der Richtung? Kennen wir die Waggons aus Zürich aus der Richtung? Interessant. Mit der Cargo-Lok, mit einer schönen RE421. Tatsächlich? Oh, der schöne Glasdach-Panoramawagen dabei. Ui, ui. Und ein Bordrestaurant. Boah. Guter Fernverkehrszug, muss man sagen. Sehr guter Fernverkehrszug. Lösen wir jetzt gleich mal die Lokbremse. Den Kollegen noch ganz kurz bei der Einfahrt zu. Da ist gar kein Kollege drinnen, oder Kollegin? Der ist der Akku drin, hat, die sind alle schon ausgestiegen.
So, dann warten wir jetzt nur noch, bis das Gleichsperrsignal sich öffnet und uns fortgibt. So. Dann kann man ja direkt losreiten. Nebendran wartet eine Baureihe 143 mit einem Regionalzug. Ich würde jetzt aber schon nochmal tippen, dass wir das Intercity vor dem Ausfahrt bekommen. Also so, dann tätschen wir da mal an. Knaduff. So. Und ankuppeln das Ganze. Lass die Türen frei und warte auf deine Ausfahrt. Gute Fahrt. Aha, Türen gehen dann mal wieder nicht auf. Aha. Interessant. Die Türen lassen sich nicht öffnen. Das war's mit der Türfreigabe. Aha. Gut. Dann wechseln wir halt einfach mal so das Führerständle. AFB auf Viertner, gut, AFB auf 20. Schneller dürfen wir ja nicht sein. Oh, sehr schöner Zugverband. An der 120er. Ich kann die Türen leider nicht aufmachen, warum auch immer. Sie lassen sich nicht öffnen. Aha, kleiner Bug. So, wann hätten wir denn die Abfahrt um 16:35 Uhr? Dann tun wir einfach so, wie wäre, wenn. So, da nochmal zur Info von heute. Aufgabe von Lele aus dem Relsim Forum, den IC 184 Zürich-Stuttgart-Hauptbahnhof in der Version mit der Virtual Railroads Baureihe 120. Es gäbe die Aufgabe auch zu fahren mit einem RWA Taurus. Ich habe mich allerdings für die 120er entschieden, weil Taurus sind doch schon sehr oft und gut und zahlreich befahren und 120er doch etwas seltener, mit denen wir unterwegs sind, wobei ich ja vor kurzem erst einmal damit auch wieder durchs Köblitzer Bergland gerast bin, aber macht einfach einmal wieder Spaß mit der 120er zu fahren und deswegen habe ich mich für diese Version entschieden. Link für die Aufgabe findet ihr natürlich wieder wie immer in der Videobeschreibung. Der Intercity Richtung Stuttgart Hauptbahnhof. Fahrradmitnahme ist reservierungspflichtig. Fahrradmitnahme begrenzt möglich. Teilstrecke Imbiss und Getränke erhältlich. Zürich Hauptbahnhof Schaffhausen. So. So viel einmal dazu. Gut, 35. Wir haben immer noch keine aus. Ist das jetzt wirklich ernst oder sowas, dass der Regionalzug Ausfahrt hat und mir nicht? Ja. Also das glaube ich jetzt ehrlich gesagt auch weniger, weil ich schätze mal, dass der in Würstenradlaufzell wahrscheinlich auch gleich wieder vor uns stehen bleiben wird. Also ich glaube, dass man da vielleicht, gut, vielleicht können wir da dann überholen. Aber sinngemäß oder sinnvollerweise, glaube ich, wäre es, wenn der Intercity, der ja einfach jetzt dann Radlaufzell durchfährt, und der Nahverkehrseimer da neben uns, glaube ich, doch des Öfteren halten wird, ist es, glaube ich, im Bahnleben etwas anders geregelt, würde ich jetzt mal schätzen. Vor allem werden wir die Ausfahrt um 16:35 Uhr kaum schaffen. Gehe ich jetzt mal schwer davon aus.
Oh je, das ist ja wieder ein. Das ist wieder ein guter Szenariobeginn. Das gefällt mir nicht sehr gut. Ah, Klimaanlage, Türen geöffnet. Ja. Ah, nach bitte nicht einsteigen ist der unterwegs. Gut. Dann hättest du die Türen aber vorher zumachen sollen. Gut, jetzt müssen wir sowieso warten, bis der aus dem Block draußen ist. Das heißt, das dauert mit Sicherheit. Also, ich glaube nicht, dass die Abfahrt um 16.35 Uhr gewährleistet werden kann. Da werden wir auch mal dann einfach etwas Kritik üben müssen an dem Szenario. Das ist wohl einen Eintrag wert. Oh, der macht ein Foto. Hey, hallo. Ist mir ein bisschen schräg, gell? Den Fotograf gleich mal etwas erschreckender, die Song. So. Ja, gut, die Bremse können wir ja schon mal lösen, weil ich glaube, wir warten mit gespannt auf das Ausfahrtssignal, dass es dann endlich einmal umspringt. War schon sinnvoll, wenn es da mal losgehen könnte oder würde. So wie jetzt zum Beispiel. Also Abfahrt 16.36 Uhr, somit glaube ich, war der fahrplanmäßige Abfahrtszeit mit 16.35 Uhr auch im Eimer. Ja, das sollte mit Ansagen sein, wenn ich mir den Marker dann auf der Strecke anschaue, muss ich jetzt noch etwas die Schnauze halten. Ne? Schätze mal, wenn wir dann jetzt da auch eine Ansage halten. Wechselblenden und dann nochmal bis 40 Hochbeschleunigung, wobei ich glaube, das wird nicht sehr viel Sinn bringen. Sachisch doch, Vorsignal, Halt erwarten. Nächster Halt, Radolfzell. Du arbeitest und so. Kommt der Intercity nicht eine etwas längere Ansage, sondern nach dem Motto: Hallo, mein Name ist ja sowieso, ich bin heute Ihr Zugchef und wir befinden uns auf der Fahrt von fahrplanmäßig und keine Ahnung. Also nehmen Sie das gesagt, hallo, hier ist der Herr Maverick, ich bin heute Ihr Zugchef. Ich begrüße Sie mit meinem Personal an Bord des Intercity 184 auf der Fahrt zum Stuttgarter Hauptbahnhof. Wir begrüßen die in Konstanz zugestiegenen Fahrgäste, wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Bei Fragen und Problemen stehe ich und meine Kollegen Ihnen natürlich gerne zur Verfügung. Wir würden uns natürlich auch freuen, wenn Sie uns in unserem Bord, Imbiss, Bistro, Restaurant, wenn wir Sie dort begrüßen könnten mit zahlreichen guten Snacks und Getränken. Oder wird es in diesen Intercities Fahrgästen in der ersten Klasse, bringen wir gerne das Ganze auch an den Platz. Ich hätte mir gedacht, so eine Ansage sollte jetzt also irgendwas in der Richtung. Und nicht einfach nächste Holzrad aufs Zelt. Na, das ist wieder ein bisschen schlecht. Ich schätze jetzt mal, dass wir mir jetzt hier stehen, weil. In Radolfzell wahrscheinlich der 143er Kollege umeinander steht. So wie denn? Also das ist auch ein wenig doof gemacht, der Saison, weil bis jetzt der wieder weg hat vor und sonst
Das hätte man im Szenario jetzt vielleicht auch anders bauen können, dass man jetzt sagt, man lässt jetzt den Regionalzug hier stehen und macht dann auf dem anderen Gleis eine Überholung für uns. Also, weil der bleibt jetzt wieder an jeder Milchkanne stehen und dann hast du, wir kämmer dem Burschen jetzt im Milcheimerabstand da nachfahren oder sowas. Das ist, glaube ich, jetzt ein wenig unrealistisch, selbst wenn es ein Ersatz in der City ist. Also. Ihr könnt mich gerne berichtigen, wenn ich da falsch liege, aber ich gehe mal davon aus, dass in der Zuggattungshierarchie ein Intercity mit Sicherheit Vorrang hat vor so einem Regionalschnauferl. Aber wie gesagt, ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Wer jetzt da sagt, na, das ist schon in Ordnung so, oder? Verzeih keinen Schmarrn nicht. Was hilft jetzt, wenn ich jetzt da weiter hochbeschleunige oder so, weil wenn man wieder auf Halt erwarten zufahren, dann ist ja sowieso. Dann liegt wieder der kleine 500er Kollege im Gleis und sagt, Echi Pechi. In der Wahl sind auf Konstanz Villingen Signalblöcke in einem ziemlich großen Abstand. Das heißt, du stehst jetzt mit dem Intercity gefühlt wahrscheinlich da jetzt seit 5 Minuten, bis der Herr Kollege dann mit seinem Eilzug den nächsten Block freigeben hat. Also das würde ich jetzt für ein bisschen unrealistisch halten. Natürlich, ich glaube, dass die Ansage auch etwas anders wäre in einem Intercity. Ich gebe allerdings zu, ich gebe zu bedenken, ich bin schon lange nicht mehr Intercity gefahren. So, jetzt stehen wir wieder da wie doof. Jetzt stehen wir da wie dumm. Ja, genau, so. Das freut die Autofahrer natürlich auch besonders, wenn du jetzt da an der Schranke stehst und an die Fußgänger. Denkst jetzt auch wieder, Alter, was soll denn der Mist? Heiligsblätter, das kann dauern. Aha. Ah, sehr logisch. Wir öffnen den Schranken und geben dem Zug ein Fahrtsignal. Ja. Kann man mal machen. Gut, die Schranken sind jetzt zumindest ja auch nur auf der Nicht-Fahrspur, also. Und sie links geöffnet und nicht rechts, das ist nur einigermaßen. Aber war auch nicht gerade lustig, wenn man jetzt da durchfährt, glaube ich, so. Einmal auf die 80 und hinterher
Und dann werden wir 140 und 100 hier machen, glaube ich. So, jetzt bin ich gespannt, wann wir den Bremsblock da wieder vor uns haben. Wie gesagt, die Signalabstände, die Blockabstände da im Konstanz-Villingen-Abschnitt sind ja doch ziemlich groß. Deswegen hat es jetzt auch so lange gedauert. Aber naja, wird schon seinen Grund haben. Na, dann schauen wir mal, da können wir uns vielleicht. Ah, schön. Gleich die erste Vorbeifahrt. Wie gesagt, ich habe mir jetzt für die 120er Variante des Szenarios entschieden. Vielleicht geht es ja in der Taurus-Variante besser. Vielleicht ist ja schon einer von euch einmal die Variante gefahren mit dem Taurus. Oder fahrt einmal als Gegenstück einmal und testet das Ganze mal, ob es da besser funktioniert mit den Türöffnungen und mit den Abfahrtszeiten oder so, wobei ich schätze mal im Taurus-Szenario wird auch dieser kleine Bempballzug vor uns Ausfahrt gekriegt haben oder vor euch. Ich halte das ein bisschen für unrealistisch. Also gerne Kommentare dazu rein unten in die Videobeschreibung und fertig. Ich würde trotzdem einmal das Kommentar beim Szenario hinterlassen, weil das würde mich dann doch mal interessieren. Schauen wir mal, nächster Block oder sowas. Wie ich schon sagte. Gut, dass wir in der 120 unterwegs sind, die erste Drehstromlokomotive, die ja die Bremsenergie auch wieder in die Oberleitung zurückspeist. Jetzt müssen wir den Strom zurückspeisen. Ja, der muss ich wieder ziehen an der Bremse, weil 120er bremst nicht so gut. Genau, da ist der Bempballzug da wieder gestanden an dem Bahnhof und jetzt versperrt uns wieder den nächsten Block. Da muss man laut genug schimpfen und schon ist das Ganze wieder aufgehoben. Ne? Zumindest mit ein paar Kilonewton Leistung. Schauen wir mal. Da ist schon wieder draußen. Weiß ich nicht, welche Lok jetzt wenn besser die Butter vom Brot zieht. Also so eine kleine 143er mit den paar N-Wägelchen hinten dran. Ob sich die leichter tut beim Anfahren oder ob sich so eine 120er mit den paar Intercity-Waggons leichter tut. Also ich schätze mal, dass so eine 120er ein bisschen mehr Dampf unter der Bluse hat als wir. Ich kann mich auch täuschen. Da haben wir wieder mal einen kleinen Bug. Dem darf man die Schnauze wahrscheinlich gescheit wegrasieren von seinem Kiwi, oder? Flankenfahrt, wie man sowas nennt, oder? Also immer mit diesen Haken an den Drehgestellen hättest du im Auto jetzt so richtig schön, wie heißt es in Bayern so schön, ein Watschen mitgeben. Wie weit noch die Lok gestreift hätte, war natürlich die Gegenfrage.
So, das nächste Vorsignal ist weit hoffentlich. So. Akim. Stellen wir uns mal neben die hübsche Dame daher und schauen wir uns mal den Zug an bei der Durchfahrt. Schöne SBB-Waggons. Das sind sogar Freebie. Gibt es, wie ich noch weiß, im Railworks Austria vor. Das sind komplett free. Falsch ich mich nicht irre, das kann natürlich auch sein. Der Irre hat sich geirrt, das kann natürlich auch durchaus sein. Da bleiben sie alle brav hinter der Schranke stehen, da ist nicht mal einer da. So, was haben wir denn da vorgestern? Ralf Zell abholen, ja, das X war mal klar, singen und dann haben wir in Engen. Ich nehme jetzt gleich vorsichtshalber die Leistung schon mal wieder weg, weil ich möchte nicht wissen, was das nächste Vorsignal schon wieder anzeigt. Ah, der ist gut, 146 mit Doppelstock. Das wäre einmal wieder eine Aufgabe zu fahren. Vorbei am Campingplatz. So, ist dieses Vorsignal jetzt für ein Gegengleis oder auf unserem Gleis? Na, ist das bei uns? Nee. Das ist nicht der Wort. Ich hätte gemeint, dass das auch schon wieder auf Doppel-Orange steht. Die 10 Ankündigungen schauen wir mal. Rost 1 von der E-Bremse reicht scheinbar nicht aus, dem Rost wollen wir in Stellung 2. Reicht auch nicht aus. Der Waggon ist wahrscheinlich auch umfunktioniert zu einem kleinen Ausflugslokal. Der Daueraktiv ist, wobei es eh egal ist, wenn wir sowieso mit der Geschwindigkeit jetzt runter müssen. Wir haben einen Magneten dort, das heißt, der ist daueraktiv. Kürze erreichen wir Radolfzell. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Sie haben Anschluss zum Regional- und Fernverkehr. Bitte achten Sie beim Verlassen des Zuges darauf, Ihre persönlichen Gegenstände mitzunehmen. Vielen Dank. Die Ansage klingt mir schon eher passend. Also das... Ich bin immer gespannt, ob wir da die Türen aufbringen.
Die Türfreigabe war zumindest schon mal erklungen, da das um. Ja, zumindest die Türen gingen auf. Aber es wird auch wieder X gehen wahrscheinlich, wenn wir nicht pünktlich da waren. Aber gut, verspätete Ausfahrt am anderen Bahnhof und unterwegs halten wir ja den Bempal-Bruder. Wo ist denn der andere Bempal-Bruder? Ist der schon wieder weg? Also, das kann er nicht sein, weil da stimmt die Lokrichtung nicht. Schauen wir mal, ob der schon wieder unterwegs ist. Da. Der Bremsblock vor uns. Wohlgefallen aufgelöst. Sechsundfünfzig Abfahrt. Schauen wir, ob sie das ausgeht. Wenn man die Züge schon so plant, dann sollte man die bitte auch so planen, dass der wirklich der Fahrplan einigermaßen einhaltbar ist, weil es ist schwierig so, ne? Zumindest der Hacker haben wir gekriegt. Haben wir dort zumindest einen kleinen Pluspunkt. Jetzt probieren wir es aus. Geht sich das aus, wenn ich die AFB gleich auf 100 einstelle? Mit 180 kN, ob man jetzt da wieder ganz kurz in die Geschwindigkeitsüberschreitung hineinrutschen oder ob man da jetzt wirklich punktgenau drüber beschleunigen. Das geht sich genau aus. Mehr wie genau. Ja, haben wir noch Luftreserven. Und noch mehr Gas geben können. Gut, 160 brauche ich noch nicht einstellen, weil das wäre zu knapp. Motion Zebra. Ein blaues und ein rotes. Und die guten Silberlinge. Und ein Mintling. Oh, da. Was Nettes fürs Auge hingestellt. Ringen Hohenswil. Auch hier hätte ich mir gedacht, jetzt wieder sowas. Eine etwas längere Begrüßung durch den Zugschiff. Zwischenspurt. Ich glaube, ich mache da Spaß.
quasi, wenn du mal so ein Triebfahrzeug führst, dann weißt du, kostet mal so ein Stückchen, was du mal dir locker mal die Spuren mehr geben kannst, dann mal 160 fahren. Vorbei an der Daxer Lagerhalle. Schon mal ein bisschen anbremsen. Oh, ein Transporter. Der stand aber ein bisschen zu nah am Gleis, glaube ich. Und das allseits beliebte Halterwagen. Das wäre alles nicht passiert, wenn wir vor dem Regionalexpress rausgefahren wären. Unser nächster Halt ist Singen, Hohenswil. Aufstieg in Fahrtrichtung rechts. Zu Ihren Anschlüssen zum Regional- und Fernverkehr beachten Sie bitte die Lautsprecheransagen auf dem Bahnsteig. Bitte achten Sie beim Verlassen des Zuges darauf, Ihre persönlichen Gegenstände mitzunehmen. Vielen Dank. Tja, wenn man sowas baut, dann sollte man halt wirklich entweder die Zugfolge ändern oder man sollte die Fahrpläne dann auch so bauen, dass man sie auch einhalten kann, weil wie sollst du um 17.42 Uhr im Bahnhof stehen, wenn du um 17.42 Uhr 1,3 Kilometer vor dem Bahnhof am haltzeigenden Signal stehst? Tja, wobei sich mir jetzt wieder nicht mehr erschließt, warum. Weil wir mir jetzt genau in den gleichen Bahnsteig rein müssen, wo der Pemperzug drinsteht, oder? Singen Gleis 3, aha. Aber wenn sowas tappt, hast du es nicht erforderlich oder sowas, aber scheinbar ja doch, weil. Wie sollst du da sonst weiterkommen? Jetzt bin ich mal gespannt, wie das wieder ausgeht. Warum auch immer, schauen wir heute mal. Die Fahrstraße liegt, dann müssen wir auf Gleis 3.
Singen, Gleis 3 ist leer. Uns geht jetzt normalerweise hier über die Weiche. Darüber. Die Licht auf geradeaus, ne? Die passt uns nicht, gell? Es ist jetzt ernsthaft so, dass die Lok uns die oder der Zug uns die Einfahrt versperrt. Das ist im Bahnverkehr, glaube ich, auch anders geregelt, weil ein einfahrender Zug immer noch Vorfahrt vom ausfahrenden Zug hat, oder? Geht geradeaus drüber, der hat Ding, da ist auch geradeaus. Geht geradeaus. Geht geradeaus, ja genau. Wegen dem Schnauferl dürfen wir mir also jetzt wieder nicht in den Bahnhof hineinfahren. Also. Können wir ja gerne mal berichtigen, aber ich habe das immer von irgendeinem User einmal geschrieben bekommen oder von mehreren, dass normalerweise ein einfahrender Zug Vorfahrt vom ausfahrenden Zug hat. Vor allem kann es sein, dass wir mehr Leute dabei haben, die in den Zug umsteigen wollen. Genau deswegen zum Beispiel. Und solange wie der am Bahnhof jetzt miteinander steht, war ich mit meinem Zug schon lange am Bahnsteig dorten, bevor der überhaupt rausfährt. Also das ist jetzt auch wieder. Haben wir jetzt wieder mal einen Bug oder sowas? Fährt die Lok wieder nicht? Ist der Zug kaputt? Ist das Szenario defekt? Schauen wir mal. Laut errechneter Zeit sollen wir dann um 17.10 Uhr am Bahnhof stehen. Na ja, gut. Ach, und es bewegt sich doch. Na schön. Also ich würde mir dann schon wünschen, wenn man so Fahrpläne baut oder sowas, dass man die Fahrpläne dann eher realistisch baut. Also nicht, wir wären normalerweise, wenn alles gut läuft, um 17.02 Uhr dorten, aber baut dann sowas als anderen Verkehr ein oder man müsste dann den Zug stehen lassen. Der kriegt dann erst Ausfahrt, wenn wir im Bahnhof sind. Also entweder sollte man die Fahrpläne dann so realistisch gestalten, dass man sie auch einhalten kann. Sonst macht das Szenario ehrlich gesagt wenig Spaß, muss ich sagen. Aber gesagt, vielleicht gibt es mal Rückmeldungen, wer von euch das Szenario schon gefahren hat. Falls irgendeiner sagt und sagt, das möchte ich jetzt einmal ausprobieren, soll es bitte einmal, falls er das ganze Material hat und oder die 120er-RWA-Taurus hat, das Szenario vielleicht einmal spielen und einmal dann mir auch kurz berichten. Das wäre natürlich auch nett, damit man sowas dann einmal weiß. Also den Fahrplan kannst du jetzt in die Tonne klopfen. Ich habe nichts dagegen, wenn man das Szenario so baut, nur dann sollte man den Fahrplan entsprechend anpassen und sagen, du sollst um 17.11 Uhr im Bahnhof sein und nicht um 17.02 Uhr.
Zumindest der für unser Bremsblock jetzt schon in Haus auch hinten sei oder so. Also der ist mit Sicherheit jetzt schon weit weg. Das ist das einzige Vorteil auf der jetzt, dass uns der auf der Strecke bis Engen mit Sicherheit nicht mehr blockiert. Selbst wenn er an jedem Milchkännchen stehen bleibt. Da wundert es mich natürlich nicht, wenn bei der Deutschen Bahn immer Verspätungen auftreten. Wobei das jetzt auch nicht unbedingt dem Dispatcher vom TS in die Schuhe schieben würde, sowas. Vorsichtigerweise ausgedrückt. Sollte dann vielleicht mal ein paar FTL-Meldungen einbauen, so nach dem Motto: Achtung, du musst vor, weil der unbedingt Vorfahrt hat, weil wegen. Das waren natürlich eher nützliche Infos. So, ab hier können wir zumindest mal mit 50 rausheizen. Ja, genau, das nächste X ist natürlich aber sehr sinnlos. Train Simulator, 50 sind erlaubt, 49,8 fahren wir. Wie kämen Sie auf die Idee, dass das eine Geschwindigkeitsüberschreitung ist? Jetzt kommt er wieder mit 40 daher. Das ist sogar TS Live oder was? Das ist leise Kritik geübt oder sowas und schon denkt sich der Train Simulator, da geh her. Landesgarten schon. Oben die Burg Hohentwiel. Und der kleine Maverick in der 120er. Sauber zu spät dran. Also wenn die 130 jetzt auch nicht mehr ausreißen, glaube ich. Ui. Nächster Halt. Engen. Das haben wir ja gleich dort, oder? Warte mal, in Engen ist nur 10 Kilometer. Das ist ja. Ein kleines Hüpferchen für die 120er. Mal kurz Gas geben und wieder bremsen, dann sind wir schon da. Oh, es schaut nach SBB Cargo aus, der Saison. Ach,
Doppeltraktion SPBK. Ui, jede Menge Holz. Ah, da war ein Portal. Weg war er. Tja. Wie konnte das nur passieren? Lustig ist jetzt auch wieder das, gell? Wenn man sagt, man sollte um 17.23 Uhr in Engen sein und wenn wir so weiterfahren, haben wir um 17.20 Uhr dort. An dem Szenario dürften wir vielleicht nochmal ein bisschen nachsitzen, lieber Szenariobauer. Das ist so nicht schön. Was kriegt das Szenario? 4 minus. Kann man mal aus einer Bewertungsskala einführen, oder? Ein toller Spielerlog, toller Spielerzug. Der KI-Verkehr, solange er noch vorhanden ist, ist auch nicht schlecht. Aber eine andere Umsetzung fällt da ein bisschen oder sowas. Wie hast du das im Kommentar dann? Er war stets bemüht. Bei der Reifeisen was abgestellt ist. Die X-Logistik versperrt uns die Sicht. Mit dem Kesselwagen. Das kleine Ding, das haben wir immer bei der Beiwahl was abgestellt. Also bei der Reifeisen nichts abgestellt. Das bekräftigt die 4 minus. Da muss man irgendeinen Schiebewand wagen. Und irgendwas muss man einstellen oder sowas. Dann das wahrscheinlich in die Kleinigkeiten muss man. Das sind diese sogenannten i-Tüpfelchen. Vielleicht so eine kleine Rangierlok dazu stellen. Der Transporter reißt seine Masse. Vor allem war der andere vorhin, glaube ich, sauer zweit am Gleis platziert. Ja, und da? Der Eier, der interessiert jetzt dem Kesselwagen hinten nachher oder sowas. Dass Intercity stehen bleiben muss, weil ein Kesselwägelchen da vor ihm steht, das glaube ich ist auch wieder mehr wie unrealistisch. Ich glaube, da das Kesselwägelchen eher da links stehen bleibt oder was auf dem Überholgleis oder mal in Engen oben und den Intercity Express da vorbeilassen muss. Den ICE. Aber gesagt, Kritik über meine Kritik gern als Kritik in die Kommentare. Aber was ihr das seht. So, da sieht man drei Magneten, die haben also geschwindigkeitsabhängig, also darf man jetzt da keine Beeinflussung haben. Für die 80. Ja, komischerweise schon, ja, wenn du es jetzt wieder ausschaust, 17.21 Uhr und 18 Sekunden sind wir da, 17.23 Uhr sollten wir da sein. Es ist komisch, dass der Fahrplan da wieder stimmt. Da haben wir nicht gut gearbeitet. Wahrscheinlich wieder die Standard errechneten Zeiten irgendwie aus dem Editor verwendet für den Fahrplan. Nichts gut.
irgendwie was nicht jetzt wieder irgendeiner sagen oder sowas, mach's doch besser, mach's selber, mach's irgendwas. Sie haben Anschluss zum beim Szenariobauer, der schon über 100 Aufgaben verbaut hat oder sowas, erwarte ich mir da schon ein bisschen mehr Sorgfaltspflicht. Vielen Dank. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung links. Aufgrund eines schneller fahrenden Zuges verzögert sich unsere Weiterfahrt um wenige Minuten. Fällt irgendwo mal so ein Seehasel, gell, auf der Strecke. Hätte man schon auch erwartet. Ein kleines Flörtchen. Ein Seehäschen. Oh, die Ablösung. Das ist jetzt meine Ablösung. Ich werde vom Szenariobau jetzt abgelöst, weil ich über die Aufgabe so geschimpft habe. Der hat sich gedacht, da schicke ich jetzt die Ablösung. Der kommt raus aus dem Führerstand. Ja, da können wir uns jetzt wenn wir da noch umschauen. Ist schon schön die 120. Das muss schon sein. Also wenn du mich ablösen musst, du ein paar Meter. Musst du ein paar Meter zu Fuß gehen. So leicht machen wir das auch nicht. So einfach geht das auch nicht. Haben wir da vielleicht auch eine Fahrgastansicht haben wir. Ja, dann fahren wir einfach als Fahrgast weiter mit. Und so die Seiten wechseln. Man kann die Seiten wechseln. Schöner Waggon. Oh, bequeme Sitze. Keine störenden Aschenbecher unten in den N-Wagen. So, schauen wir nochmal. Was haben wir da für eine Abschlussmeldung? Szenario nicht vollständig, das weiß ich jetzt schon, das ist natürlich klar. Winkt er denn, der Bub? Ja, wenn es so ist, wir haben so lange Aufenthalt, dann gehe ich dabei mal da rüber in den Aldi oder in den Lidl und hol mir da schnell einen Schnickers. Da kommt eh kein Zug, aber mit durchtauchen da unten. Und in der Tanke, die haben nebenbei einen Job dabei, oder? Wobei, das ist immer Tankstelle gewesen, der ist auch schon abgerüstet. Kommt da ein Auto? Nein, kommt kein Auto. Also immer schön nach links und rechts gucken, wenn man die Straße geht, liebe Kinder. Gell? Immer links und rechts gucken. Ui. Oh, da haben wir sogar beide schon, ja? Wenn sie im Lidl nicht haben, wir uns nicht was, dann geht's zum Aldi. Und der liegt jetzt näher. Ui. Das ist wie wir in die Fernsehstudios oder was? So ein kleiner, so eine getarnte Imbissbude, so. Nur so Pappmaché-Front. Oh, kleines Bächlein. Was haben sie als Angebot? Ist da Schnickers auch dabei? Schaut nicht so aus. Ziemlich Renault-lastig da, ha? Oh, ein Q7. Der Matthias beim Einkaufen. Was ist denn das da? Was ist denn das für ein Kübel? Ist das ein Honda oder sowas? Honda, Honda Kawasaki. Boah. Ein Toyota ist das nicht, oder? Und ist das ein Honda? Boah, kein Kia? Boah. Gewiss es nicht. Ich kann die Modellbezeichnung nicht lesen. Ist das ein Honda Accord oder sowas? Ich weiß es nicht. Kappa 777. Gibt jetzt auch keinen Aufschluss drüber. Naja, jetzt wissen wir, dass dann Aldi und ein Lidl direkt nebeneinander haben. Also immer schön nach links und rechts gucken und dann über die Straße erst. Und bei der Fußgängerampel nur, wenn die grün zeigt. Ja, liebe Kinderleinchen, weil sonst.
Nicht das nachmachen, was der Onkel Maverick jetzt da gemacht hat, nein. Und immer dann schön bei der Unterführung durchgehen, so. Hui. Halt. Geht's zurück zum Bahnsteig? Ah, ja. Ah. Guten Tag, junge Dame, ich muss hier mal kurz vorbei. Hat ja schon Kaffee geholt. Die Tussi. So, schauen wir mal. Warten wir mal noch die Abschlussmeldung ab, dann haben wir mit der Fahrt hier auch vorbei, weil Engen ist ja hier Ende, weil oben rechts geht es ja nach Stuttgart weg, aber die Strecke ist ja da nicht weiter ausgebaut. Weil ich glaube, man könnte ja trotzdem das Szenario so bauen, dass man den Abzweig ja noch fahren könnte und dann einfach der Zug in der Abendsonne verschwindet. Nicht vollständig, ab hier übernimmt ein Kollege die Weiterfahrt. Ja, besser ist das wahrscheinlich so. Ich hoffe, die Fahrt hat euch trotzdem Spaß gemacht. Die kleine Kritik wird es von mir geben. Hoffe, dass wir uns zu einem meiner nächsten Videos oder Livestreams hier auf meinem Kanal wiedersehen. Verabschiede mich von euch bis dahin, wünsche euch alles Liebe und Gute. Bleibt gesund, euer Maverick.